Nein. So. Du, du, du. Kiste. Kiste, Kiste. Alles gut, alles gut. Drei Öfen mehr, das sollte jetzt auch das Kupferproblem wieder beheben. Dass das Ganze mal langsam wieder hier so ein bisschen sich einpegelt, finde ich nicht so schön. Alternativ könnte ich auch erstmal dafür sorgen, dass die hier bewusst nicht arbeiten. Aber dann haben wir keine roten Chips. Ich habe ganz gerne so viele rote Chips. Oh, lassen einfach so, wie es ist. Ich hatte hier unten noch eine Fabrik angefangen. Können wir da vielleicht irgendwas herstellen, was kein Eisen und Kupfer braucht? Landfill. Nee, ich sollte nicht meinen schönen Stein dafür verballern. Stahlkisten. Nee. Eine Fabrik, die Roboports herstellt. Genau. Wir haben es ja. Lampen. Ha. Nö, habe ich nicht. Okay. Habe ich was gefunden, womit ich mich beschäftigen kann. Eisenplatten, Sticks. Sticks automatisieren wir ja schon. Und grüne Chips. Ist jetzt nicht so wirklich toll. Aber ich beschränke dich auf einen. Und dann werden jetzt halt 50 Lampen hergestellt. Danach verbrauchst du auch kein Eisen mehr. Also du nimmst bitte Eisenplatten, Sticks. Ja, einfach ein paar davon. Ein paar davon und Chips. So. Und stellst Lampen her. Also jetzt nicht nur, damit ich die ins Inventar rufen kann, weil immer ich will, sondern auch damit, ne, falls irgendeine Mauer mal einbricht, dass dann die ganzen Lampen neu gesetzt werden können. Und die hier, das wäre sogar noch viel wichtiger, dass ich die Steam Engines, die Boiler und so weiter automatisch herstellen kann, falls ich denn irgendwann auf die Idee komme, hier oder da diese gesamte Anlage zu kopieren und nochmal zu bauen. Also natürlich erstmal einen Großteil des Sees zuschütten, bis noch so ein kleiner Streifen über ist und dann halt oben und unten das eine Rezept benutzen, was ich jetzt gar nicht mehr habe. Und guck mal, hier auf der Blaupause sieht man sogar das Fahrbandding da fahren. Schick. Ja, Kleinigkeiten. Du. Du stellst jetzt bitte her. Hier. Du stellst jetzt bitte hier her. Und zwar Strom. Secondary Steam Engines. Ja, genau das. Dann kriegst du dafür das und das. Eisenrohre, Eisenplatten und Steinzahnräder. Eisenplatten. Wieder ein Abnehmer. Eisenrohre. Wieder Eisen. Und Steinzahnräder. Davon kannst du ruhig ein paar mehr haben. Ah, nee. So. Die stellst du bitte her und wirst beschränkt auf 1. Sollte auf ihn hören. Du nimmst bitte nur Secondary Steam Engines daraus, wenn im System weniger als weniger als 5 sind. Das heißt, sobald hier 5 drin sind, sollte er eigentlich aufhören zu arbeiten. Gucken wir mal. 4. 5. Jetzt wird er noch einmal hergestellt. Dann bleibt es aber so liegen. Oh. Dann macht er jetzt einen Stack voll da drin, oder? Ja. Na, ja, aber 2 scheint da aufzuhören. Okay. Sonst hätte ich das Ding da intelligent machen müssen. Ne, so ist okay. Aber gib mir die mal bitte. Kannst gleich weitermachen. Und ich hätte gerne eine blaue Fabrik. Wo ist meine Fabrik? Alter Schwede. Stopp. Du, wir müssen unbedingt das beschränken. Du nimm bitte nur... Was? Da.
Dann bitte nur gelbe Fabriken raus, wenn im Netzwerk weniger als 5. So. Das heißt, jetzt sollte er aufhören zu arbeiten, wenn ich hier noch ein, zwei reinklatsche. Damit sie das hier endlich mal staubt mit den blauen. Die jetzt aber auch noch freien einstellen. Nee, lass mal. Wobei, es kostet auch wieder was. Ja, dann mache ich das halt noch ganz kurz. Du nimmst bitte nur... Nee, die blauen, die haben wir noch nicht. Wir haben noch gut was vor uns, fällt mir eigentlich gerade so auf. Also wir sind bald in der Phase, wo wir unsterblich sind und wo uns... Also wo wir als Spieler fast unsterblich sind wegen dem MK3-Ding und wo wir als Basis auch fast unsterblich sind wegen den Truppastürmen. Aber das ist trotzdem noch jede Menge Zeug, was wir gar nicht benutzen. Also gerade hier so eine MK7-Fabrik zu haben für grüne Chips und Draht und so, wäre später bestimmt richtig abgefahren. Will aber nicht wissen, wie viele Ressourcen das kostet, das Ding zu erforschen. Du sollst das da nehmen. Und du legst das bitte nur raus, wenn davon weniger als 5 im System sind. So, jetzt sollte das langsam werden. Und davon kann ruhig ein Stack da bleiben, ist mir jetzt egal. Zeigt mir bitte, dass wir Eisenplatten im System haben. Ja, 1200 Eisenplatten. Goodie. Jetzt gib mir... Wir haben 15.000 Kupferdraht. Ja. Nein. So. So. Jetzt haben wir einen guten Puffer. Das ist okay. Du, da, du, da, du, da. Aber ich hätte gern auch etwas ganz normales Kupfer für, ne? Die Science Packs zum Beispiel. So. Wow. Warum seid ihr hier oben leer? Weil gar kein Kupfer ankommt. Ja, das ist okay. Ich klaue mal ganz kurz von hier ein bisschen was. Und macht damit die Kisten da oben voll, die gar nicht beschränkt sind. Damit die endlich alle mal aufhören. So. Hört ihr auf zu arbeiten? Ihr Lumpen? Ne, du noch nicht. So, aufhören, aufhören. Jetzt kommt wenigstens mal neues Kupfer rein. Fehlt gerade irgendwas? Grün fehlt bei dem. Grün, 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 grün. Überall fehlt grün. Da hatten wir doch gerade erst dran gearbeitet, oder? Die Ärmchen, richtig. Die Ärmchen fehlen. Du hau Ärmchen rein. Du hau Ärmchen rein. Wow, einfach ganz viele Ärmchen. Ich habe anscheinend alle Ressourcen dafür gut vorständig. Zack. 14 Ärmchen. Zack, 6 Ärmchen. Noch mehr Ärmchen. Das geht gut ab. Alternativ hätte ich auch einfach eine... Alternativ hätte ich auch einfach eine Fabrik bauen können für nochmal die normalen Ärmchen. Aber wie ich vor 2 Folgen oder so schon meinte, das ist jetzt echt ein Ausnahmefall. Wir werden später nicht mehr so viele von denen auf einmal brauchen. Denke ich. Hoffe ich. Das ist keine gute Ausgangslage. Ich sollte es einfach bauen. Lieber zu viele haben als zu wenig. Und ich kann später immer noch meckern, dass ich keine Eisenplatten mehr habe. Das ist doch auch schön. Also, keine Fabrik? Schnelle Fabrik. Okay, bau eine schnelle Fabrik. Nicht hier. Bau eine schnelle Fabrik hier. Shift rechts, Shift links. Rein, raus. Rote Kiste. Beschränken. Ja, stimmt. Beschränkt mal auf 3 Stacks. Das ist völlig okay. So, und du stellst her, das sollte ich dir auch noch sagen, du stellst her normale, ganz normale Ärmchen. So, du hast jetzt wie alle anderen auch gerade Chip-Probleme. Aber das ist okay. Soll. Sich eigentlich doch demnächst beheben? Nö. Es werden immer noch zu viele rote hergestellt. Hör auf zu arbeiten.
zu arbeiten. Das könnte jetzt weitergehen, so. Okay. Noch was an Vorbereitung, was ich machen wollte. Ein Topaz sammeln. Das erinnert mich so ein bisschen an die Roboter damals. Dass ich immer gesagt habe, ja, ich will jede Folge 5 bis 10 Roboter bauen, war das, glaube ich. Habe ich auch einigermaßen lange durchgehalten. Wobei ich so ein bisschen geschummelt habe mit mal doppelt so viel und in den nächsten Folgen gar nichts. Aber so ungefähr ist die Quote hingehauen. Und ich bin falsch abgewogen. Und genauso mache ich es bei den Topazen. Nee, nicht du. Du. Also, dass ich ab und an mal hier vorbeigehe, einfach noch ein bisschen drauf rumklopfe und dann hoffe, dass ich einen Topaz zusammenkriege. Diamant? Nee. Rubin? Nö. Rubin? Nö. Habe ich gerade schon gesagt. Lass mal mit den Rubinen. 2 Emeralds, hier Useless-Zeug. Ach. Ich könnte eine Fabrik bauen, die alle Useless-Erze zerlegt zu Stein. Das bringt fast gar nichts und verschwendet Strom. Komm schon, Topaz. Saphir, ne? Komm schon, da muss doch ein Topaz dabei gewesen sein. Habe ich bestimmt verpasst. Dann ist alles useless. Ne, Mist. Ja. Oh, wo ich das Ardite da unten gerade sehe. In den Kommentaren hat jemand geschrieben, dass ich vergessen habe, ich glaube Ardite und Kobalt. Ja, Topaz, sehr gut. Dass ich vergessen habe, Ardite und Kobalt einzustellen bei den Schmelzen. Also ich habe ja eine Schmelze gemacht, wo die ganzen Sondererze reingeschmissen werden sollen. Und da fehlten wohl die beiden. Das hole ich mal ganz kurz nach. Nicht, dass da später irgendwelche Probleme auftauchen. Das war's du. Genau. Den hätte ich noch ganz gerne. Da. Kobalt. Ardite. Keine Ahnung, was ich vorher nicht gemacht habe. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Gut. Clay. Nö. Das verstehe ich nicht. Warum ist Clay drin? Haben wir da ein Rezept für? Ich glaube, als Druckform ja. Aber nicht mehr für die Mauer. Das ist schade. 25 Chitin. Ich guck mal ganz kurz. Schmeiß mal den da raus und lass mir mal bitte das da in den Mund fliegen. Gucken, wie viel der angeflogen kommt. Was mich daran erinnert, ich sollte ja noch die ganzen anderen Leichenzerlegemaschinen bauen. Ja, ja, ja. Power Armor K2. Könnte ich jetzt auch nebenbei bauen. Das Tungsten wäre ein Problem, aber nicht wirklich. Jo, ich flitze mal los und hol Tungsten. Immer zur falschen Uhrzeit kommen diese super Ideen. Oder haben wir es hier irgendwo noch rumfliegen? Über Leichen. Gib mir mal kein Tin mehr, sondern jetzt Tungsten. Tungsten Plate 200. 67 habe ich im Inventar. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo sie das verstecken könnte. Also vorher hatte ich noch diese Handschmelze gehabt, mit den Fuel Blocks. Aber die habe ich schon seit einer Weile nicht mehr. Ne, Chitin kommt angeflogen. Genug für eine Mauer. Yay. Ist echt ein himmelweiter Unterschied zur letzten Staffel. In der letzten Staffel, als wir bei dem Punkt hier ungefähr waren, da haben wir alle, keine Ahnung, 2 Minuten Angriff gehabt, mindestens. Wir hatten Stromschwankungen wie nichts Gutes und was weiß ich. Das ist krass. Nur ein bisschen darauf achten, dass Smog nicht eine Basis berührt und schon lassen die einen vollkommen in Ruhe. Nö, kein Tungsten. So, es ist 3.30 Uhr, Sonne geht gleich auf. Ist schon am Aufgehen. Tungsten suchen. Und weißt du was, Roboter, macht mal hier den Wald weg. So. Habt ihr ein bisschen was zu tun. Und ich muss nicht jedes Mal hier so schräge Wege durchschlagen, wie ich es jetzt gerade machen muss. Steinhaufen. Ganz viel Platz für Akkumulatoren und Bahnstationen und was weiß ich. Da unten ist Gold, das brauchen wir gerade nicht. Bist du?
Tin. Später vielleicht. Blei? Blei. Tungsten. Wobei Blei brauchten wir auch eigentlich regelmäßig recht viel von. Um Dingensbumsen zu bauen. Die MK1 Robopods. Ja, habe ich irgendwo Stromanbindung? Ne, noch nicht. Sonst hätte ich gesagt, schmeiße ich da einfach schnell ein Mining Drill drauf. Warte mal, bau mal ganz kurz davon zwei Stück. Ich teste mal ganz kurz was aus. Ups. Das war nicht der Test. Du setzt dich mal dahin. Tu das alles in eine Kiste. Sind eh nur 1000 Stück, aber ne? Ich will testen, ob das einigermaßen hinhaut. Dann hätte ich ganz gerne die zwei. Wollt ihr mich verarschen? Braucht ihr jetzt so einen alten Pole oder was? Ja, braucht ihr. Und dann hätte ich noch ganz gerne davon welche. Ach. Also tagsüber arbeitet das Ding. Verbraucht 90 Kilowatt, stellt her 45, also genau 90. Das heißt, es baut tagsüber gar keinen Puffer auf, den wir jetzt irgendwo in einem Akku speichern können. Ja, GZ, du bist... Siehst irgendwie aus wie ein Schmetterling oder Libellending. Du arbeitest jetzt einfach tagüber. Und irgendwann bist du fertig. So. Hier könnte ich das Ganze auch nochmal machen. Aber es ist schon dicken gefährlicher. Was ist, wenn ich das dazwischen baue? Baust du denn... Ja, bist zu klein. Da. Es dauert ein bisschen. Aber ich baue das mal dazwischen. Eigentlich müsste er dann eins davon abwechselnd machen.